So, aber also damit will ich sagen, wir brauchen Gas, 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 wir brauchen Gas. Putins Angebot, doch einfach Nord Stream 2 zu nutzen, erteilt der Vizekanzler erneut eine Absage. 100 Milliarden Euro hat Bundeskanzler Olaf Scholz für die Bundeswehr angekündigt. Das ist der Urlaubskanzler, meine Damen und Herren, den wir Ihnen jetzt zeigen wollen. Olaf Scholz in Nesselwang im Allgäu. 14 Tage Urlaub sind lang. Ab dem 1. Oktober droht vielen Menschen hier in Deutschland der Preisschock. Ab dann werden die steigenden Kosten für den Gasankauf von den Unternehmen an die Verbraucher weitergegeben. Kann das zu einer Erhöhung der Gaspreise um 2 Cent führen, die dann weitergegeben werden. Wir rechnen damit, dass es zwischen 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde sein wird. Man weiß am Ende nicht genau, wie hoch die Kosten im November, im Dezember sein werden. Aber die bittere Nachricht ist, es sind sicherlich einige 100 Euro pro Haushalt. Wir können nicht alle Kosten als Staat tragen. 100 Milliarden Euro. Ich meine, ich verdiene im Moment auch super viel Geld. 25.573 Euro und 8 Cent pro Monat. Ich kann es jedenfalls im Moment nicht ausgeben, weil ich den ganzen Tag rumgefahren. So, aber also. They don't give a shit.